Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play SimCity mit mir, dem Paul, in Puyukuni und dem Noah. Ich glaube, der spielt irgendwo da. Auf jeden Fall, ich fange jetzt einfach direkt erstmal an und wir betreten die Stadt. So, ich habe mir gedacht... Ja, da tut mir jetzt natürlich leid, dass ihr den Paul zugucken müsst, ne, aber lässt sich nichts machen. Ja, wir haben jetzt das Wochenende schon gezockt und wegen der Serverproblemen haben wir halt nicht aufgenommen. War halt ein bisschen mies, denn man konnte nicht drauf verlassen, dass man spielen konnte. Jo, das wäre dann auch scheiße gewesen. So, hier sind unsere Stadt. Ach, guck doch mal, sieht doch schön aus. Und wie wir ja vorher schon gesehen haben, wir haben ja jetzt Zeit hier. Es ist ja ein Spiel, wo man Zeit haben kann. Wenn nur halt wieder irgendwelche komischen Geräusche. Ich weiß nicht warum. So, wir haben erst auf jeden Fall relativ viel. Geräusche. Weiß nicht. Und natürlich Öl. Das ist natürlich ziemlich nice, hier so alles auf einem Fleck zu haben. Da müssen wir nur gucken, wie die Windrichtung geht. Hoffentlich nicht. Das ist natürlich dann ziemlich beschissen. Wieso? Spielst du direkt in meine Stadt rein, oder was? Weiß ich nicht, weil da geht mir auch ziemlich am Arsch vorbei. Aber auf der linken Seite sind die ganzen Erze und Öl. Da gehst du nicht in meine Richtung. Jetzt lass mich doch wenigstens mal ausreden, okay? So, vor allen Dingen ist mir jetzt auch egal. So, ihr wisst, was ich meine. Hier können wir dann keine Leute hinbauen. So. Aber das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal so ein bisschen nach außen. Und natürlich eine Mittelstraße. Dann kommen hier Straßen hin. Machen wir erstmal so. Ziehen die hier runter. Das sollte von der Breite erstmal genügen. Da haben wir die Schienen, das ist gut. Habe ich die Linien aus. Zack, so. Verstehe ich nicht. So. Tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen weniger rede. Aber jetzt bauen wir hier natürlich erstmal so ein bisschen davon hin. Also das ist jetzt so ein bisschen mein Standardaufbau. Soll ich für die Linie hier haben. Damit wir auch sehen, wo wir langbauen müssen. Finanzprobleme. Ja, okay, da war wieder klar, dass ich das wieder vergesse. Wasser und so. Auf jeden Fall bauen wir hier erstmal ein bisschen Shopping-Angebote. Und dann brauchen wir natürlich Strom und Wasser. Als erstes sollte erstmal... Ach komm, wir nehmen jetzt einfach hier einen Kredit auf. Weil wir ja nochmal ein bisschen bauen wollen hier. Das heißt, wir können ja mal gucken, wo hier viel Wind ist. 7, 7. Hier wäre gleich ganz okay. Da können wir erstmal. Weil wir bauen direkt einfach eine Solaranlage. Kostet natürlich ein bisschen mehr, aber. Windkraft, weil wir haben, ich habe nicht so viel Wind. So, da kommt aber hier erstmal ins Industriegebiet. Dann brauchen wir einen nächsten Kredit. Und dann bauen wir einfach direkt hier eine Solaranlage hin. In die Richtung, weil da kommt ja dann irgendwann das Öl hin. Und wir brauchen natürlich dann auch Wasser. Das kommt dann nicht direkt ins Industriegebiet. Da wäre ein bisschen blöde. Ein Wasserturm sollte reichen. Aber ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Ach, das ist schön einfach, wenn man so mega viel Zeit hat. Ja. Anwenden. Ist okay. Jetzt rausgeflogen oder bin ich rausgeflogen? Wieso sollte ich rausfliegen? Keine Ahnung.
Beziehungsweise, wieso denkst du? Ja. Gut, dann machen wir erstmal eine Klär... Ah, die Musik ist immer noch mega laut. Glaubst du, ich hab die überhaupt umgestellt? Ja. Meine Fresse ist das laut. So, okay. So, dann können wir hier erstmal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Oder auch nicht. Wir bauen nochmal ein paar Straßen hier. Hier vor allen Dingen, damit wir so ein kleines Industriegebiet schon mal anfangen, wo unsere Sims dann auch arbeiten können. Was natürlich ganz praktisch ist. Weil wir dann viel mehr Geld verdienen. Ach, das lädt wahrscheinlich hier. Ach, die stellen neue Leute ein. Ist ja auch dasselbe. Zack, hier erstmal. Jetzt sehen wir hier noch eine Linie. Und dann sind wir doch auch so weit. Da. Können wir noch was aufbauen? Jetzt sind wir hier noch was lang. Und da. Und dann haben wir noch 1500 übrig. Und natürlich noch einen Kredit, aber den behalte ich mir lieber in der Hosentasche, falls das mal nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Das ist halt immer ganz praktisch. Was wollen die denn hier? Herr Bürgermeister, möchten Sie ein Gemeindehaus? Es gibt uns unter anderem Zugang zum Brandschutz, zur Müllentsorgung, zur Gesundheitsversorgung, zu Polizeikräften. Mache ich. Können wir ja irgendwann mal machen. Oh, müssen wir ja irgendwann mal machen. Ach, das ist jetzt schon verfügbar. Okay, aber wohin? Hier ist noch recht wenig gebaut und hier ist auch überhaupt kein Platz. Hä, wie ist das denn? Wie kann ich das hier nicht an die untere Straße bauen? Egal. Egal. Komm jetzt. Erstmal hier an der Seite. So. Erzbergwerk. Können wir machen. Und wir können erstmal hier. Dann ist der Camper halt. Für die, die es noch nicht wissen, das heißt so viel wie Camper Versteck und wir sind ja die Camper und wir verstecken uns hier. Ganz genau. Zufriedenheitskarte. Ja, so viel kann man noch nichts machen. Aber wir haben da schon ordentlich Kunden hier. 6 Ladenbesucher. Alter Vater. Ja, das ist dann nicht schlecht, weil. So, jetzt fahren wir langsam Gewinne ein. Auch ein bisschen mehr so. Wohngebiete. So, dann gucken aber wir mal. Aber am Anfang baust du dir ja noch selber eigentlich an, ne? Die. Was? Die Wohngebiete. Oder? Also, wir wollten das jetzt so machen, dass der Paul so ein bisschen auf Industrie. Ja, ja. Gebiet macht. Ja, genau. Ich mache hier ein bisschen mehr Industrie. Dafür macht er noch ein bisschen mehr Wohngebäude. Damit wir nachher halt, weil ich halt sehr viel Erz habe, dass ich dann mehr auf Handel gehe. Genau, dann sozusagen die Arbeiter für mich hat. Natürlich jetzt nur hier die Ärztestadt so ein bisschen. Ne. Also ist jetzt nicht von Dauer. So, und dann machen wir schon 1500 Gewinn. Das heißt, wir können neue Straßen bauen. Und 1500 Gewinn machst du schon, ne? Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal so eine Straße. Aber ziemlich dämlich. Aber so eine Straße, weil, weiß ich gar nicht warum. Ja, war zumindest dumm. Aber ist ja auch egal. Stimmt. Ich glaube, ich habe die falsch gebaut, die Linie. Ärgerlich irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, schon. Du bist denn gar nicht falsch. Ja, so. Guck mal, jetzt pendeln schon ein paar Arbeiter zu dir. Ich hab da noch gar nichts. Ich hab da genug eigene Arbeiter. Ja. Anscheinend nicht, ne?
Komm, bleib da jetzt noch. Also, was wollen die denn hierfür? Wir haben zu wenig Kunden. Das heißt, wir brauchen mehr. Was machst du da nur? Was denn? Keine Ahnung. Was ist irgendwas mit deinem Mikrofon? Geh mich auf den Sack. So besser? Ja. Also ich weiß nicht, da war so komische Hintergrundgeräusche. Eben. Ich denke mal, die wollen eine Polizeiwache. Ach nee, die wollen Max's Manhouse. Da haben wir aber leider kein Alter. Geld für. Das bringt auch überhaupt nichts jetzt, ey. Max's, hier, Max's Manhouse. Irgend so eine Erweiterung war dann, ne? Die wir jetzt haben. Also. Aber die ist eigentlich ziemlich sinnlos. Macht eh keiner. So, dann haben wir hierfür wieder zu wenig. Aber wir kriegen jetzt wieder Geld. So. Die Abstände passen nicht ganz, merke ich jetzt gerade so. Da muss man. Scheiße. Muss dann nachher mal nachbessern. Also. Muss ich die Straße hier nochmal abreißen. Oh, da liegt mein Stadtzentrum. Ach, da baue ich einfach hier eine weiter. Ist ja egal. Alter, nur hau mal nicht so auf deine Tasten, da hört man alles. Ja, heul nicht rum. Heul du nicht rum. Ja. Weißt du was, wir nehmen jetzt einfach den dritten Kredit an, auf. Wir haben 9% Schein, das heißt, die sollten eigentlich ganz glücklich sein. So, jetzt sehen wir hier noch. Ja, hier wieder logisch zu spitzer Winkel. Ach, wahrscheinlich geht das hier mal oben oder so. Zu spitzer Winkel. Verstehe ich jetzt nicht, warum das jetzt so funktioniert hat. Aber andersrum nicht. Also es soll mir auch egal sein. Denn wir bauen hier rum nochmal so. Nochmal hier. Hier die Reihe voll den Dingern. Und der Rest kommt so. Da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Industriegebiet erstmal. Weil wir das Industriegebiet auch ein bisschen hier rein, hierhin erweitern können. Wir machen einfach nochmal so. Noch haben wir ja recht wenig Stadt, sonst müssen wir hier mal eine Straße lang ziehen. Und dann Industrie. So, und dann machen wir schon 2700. Jetzt ja nicht die Welt. Aber auch nicht kommt so wenig, ne? So, ich würde glaube ich sagen, dass ich eher auf Öl gehe als erstmal auf Erz, weil ich da einfach mehr Lust zu habe. Weiß ich aber noch nicht. Ich glaube, Öl ist. Nee, Erz weiß ich nicht. Boah, ist das eine schwere Frage. Kohlekarte haben wir nicht. Ja, okay, das hat sich damit so ziemlich geklärt, obwohl wir könnten dann natürlich hier viel einfacher abbauen. Also ich baue da jetzt einfach ein Erzabbau-Ding hin. Weil mit Legierung machen wir einen scheiß viel Kohle. Aber ich komme hier nicht an das Erz. Wie sieht's denn aus mit Öl? Oh, das ist so viel schönes Öl. Ich glaube, ich gehe doch auf Öl. Das mache ich jetzt einfach. Dann warten wir einfach noch mal ein bisschen. Und dann holen wir uns hier das Öl.
Oh Mann, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Die Leute waren im Park, ich war jetzt einfach im Park. Natürlich nicht. Unterschicht. Ein mittlerer Park. Freuen sich einfach die meisten. Aber dann gehen wir schön in die Mitte. Denk dann, also wenn du Parks baust, wenn man einen Park baut, dann denkt, dass die Miete hier, kann man hier mal gucken, noch ist die nicht so hoch. Und hier, die Industriegebäude machen die Miete natürlich weniger, also machen die Gebäude weniger wert. Also wir bauen einfach nochmal hier so einen Park hin. Das ist ja jetzt nicht so viel. So dass wir ein bisschen den, die Miete steigern. Die hier haben wahrscheinlich wenig Kunden. Ach ne, wisst ihr was? Ich wollte erstmal hier ganz normal ein bisschen weiter. Da brauchen wir jetzt nichts anbauen. Ja, dann bist du auch anfangs und Endpunkt. Wie mache ich nochmal so 90 Grad Winkel? Egal, brauchen wir jetzt noch keine Brücke. Egal, verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Zack. Ich Idiot. Denn jetzt schon wieder. Ich habe nach den Hilfslinien gebaut. Da sind die bei mir ein bisschen anders. Die Straßen. Ach so. Machen wir einfach so. Sieht jetzt hier nicht mega geil aus. Aber wir bauen ja immerhin an der Küste dann. Wird ein bisschen schwieriger. So, eine Straße kommen wir jetzt hier noch lang. Glück auf, fast wieder falsch gebaut. Zack. Geh nicht auf, ich möchte hier gerade Straßen haben. Mensch! So. Und so. Zack, zack. Kann keiner wohnen. Das zack. Hier machen wir anstatt Wohngebieten nochmal ein bisschen Shopping-Angebote. Dann haben wir hier so. Eigentlich ganz schön. Also geht's ja, ne? Also wenn die in die Klinik wollen, wie viel sterben? Ein Tote pro Tag, das geht ja noch. Können wir denn vielleicht schon Kredit zurückzahlen? Jetzt brennt das da an, er ist ein Verletzter. Wir brauchen ein Krankenhaus. Ja, ein bisschen teuer. So, was machen wir denn jetzt? Komm, mach mal hier. Krankenhaus. Wenn ich jetzt nicht schnell geht, dann baue ich kein Krankenhaus. Aus Prinzip einfach nicht. 23.000, das heißt, wir können eins bauen. Wollen wir dann hier ziemlich mittig. Damit die auch dann theoretisch, es gibt ja mal Industrieunfälle und so. Damit die dann auch mal ein bisschen geschützt sind. Was wollen die denn jetzt? Nicht ausreichend Körper der mittleren Einkommensschicht. Wir brauchen, dann bauen wir einfach nochmal einen Park hier. Wir werden jetzt noch keine Häuser zerstören, also. Reicht das so? Und hier vielleicht noch einen kleinen Park hier. Oder da? Hm,
Ich will jetzt ja nicht so viel kaputt machen. Aber ich denke, eines muss ich mindestens kaputt machen, dann kann ich ja vielleicht einen größeren Part nehmen. Da suche ich aber ein bisschen ran. Das habe ich hier zu wenig übrig. Klatschen wir einfach da drüber. Und vielleicht ist das jetzt. Guck, da haben wir schon Gebäude der mittleren Einkommensschicht. Das ist doch schön. So, jetzt haben wir wieder 4000 pro Stunde. Da können wir schon fast upgraden. So, 14.000, heißt, wir können neue Straßen bauen, aber ein bisschen hier so im Industriegebiet möchte ich nochmal reinbauen. Ah ne, hier will ich vielleicht noch so ein Solarfeld hinbauen. Heißt, wir können bis dahin bauen. Wir können erstmal noch eine Straße nur da ziehen. Ach, was war das denn? Was denn? Ich habe so eine Straße einfach schief gebaut. So. Jetzt ziehen wir hier eine Linie. Und da einfach nochmal. Weil wir jetzt so gerade so schön. Ich habe gedacht, wir hätten viel Geld haben. Machen wir noch ein bisschen Alter. Industrie. Haben wir sind bekommen. Die ganzen Söhne aus meiner Stadt zu dir gegangen und ich meine Fabriken haben nicht mehr genug Arbeiter. Ey. Ja, ist ja auch richtig so. Also ich finde, das ist fair. Aber wir können jetzt hier upgraden. 2500 Einwohner, 5000 haben wir. Jetzt können wir hier theoretisch hier so Upgrades kaufen. Die wir aber momentan noch überhaupt nicht brauchen. Aber wir können ein Schild dran machen. Und wenn wir ein Schild dran machen könnten, dann kaufen wir uns natürlich ein Schild. Genau wie hier. Wenn wir uns auch direkt ein Schild drauf machen, kostet ja nichts. Wir wollten irgendwas mit Tourismus. Habe ich gesehen, aber ist jetzt zu spät. Was hat der denn zu meckern? Wir brauchen Abnehmer, an die wir liefern können. So, ich habe ordentlich Überschuss im Ort. Das heißt, du könntest theoretisch bei mir Strom kaufen, wenn du willst. Ja, aber noch komme ich mit meinem Strom aus. Ja, okay, gut. Wir haben zu wenig Kunden. Weisen Sie Wohngebiete aus. Dann bauen wir noch ein bisschen Wohngebiete hier. Problem ist, ich baue die teuren Straßen. Ich glaube nicht, dass dafür schlau war. Zack. Und dann noch eine Linie durch. Ziehen wir noch eine da hoch. Zu wenig 7 Millionen. Heute reicht das. Simoleons heißen die. Egal. Meinen das reicht nicht. Wohngebiete aus. So. Das heißt, wir haben ja schon ein bisschen schön Stück gebaut. Nein! So. Gar nicht. Dann machen wir erstmal bis dahin. Hätte ich schon mal hier einziehen können. Ach man, wie ärgerlich. Wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer hier auf 2, dann kann man auch was sehen. So. Ziehen wir hier noch eine Linie. Da. Dann hätten wir das doch gebracht.
Aber da noch, zack, zack, zack. Ach, hier. Natürlich. Und da. Und, ja, warum nicht da nicht? So, und ich würde sagen, jetzt verdienen wir 5000. Ist jetzt nicht die Welt, aber... Tut er doch. Solange du bei mir in der Stadt bleibst, ist mir etwa egal. So, wie sieht's mit dem Krankenwagen aus? Hm. Zwei Tore. Ja, großes Gesundheitsproblem. Theoretisch sollte ich hier einen Krankenwagen lernen, aber die müssen jetzt einfach mal. Der ist ja jetzt hier nicht. Ich sterbe jetzt hier nicht tot oder so, ne? Weil ich nicht mal hier mal nicht so anstehen. Tja, liebe Leute. Sind wir ganz allein hier? Paul, der uns mehr nerven doch kann. Oh, hätte ich wohl gerne. Hier. Denkst du? Nee, war nur mein Bruder. Ich sehe gerade, dass deine Einwohner alle voll unglücklich sind. Das will ich sehen. Hä? Ja, geht. Nee, aber die sind auch neu eingezogen, so ein paar. Und hier war es mit denen nicht mehr. Guck, die sagen auch nicht, warum es denen nicht gut gehen sollte. Und die sagen, okay, uns geht's gut, also. Ja, dann selbst schuld, ne? Genau. Was mit dem Shopping-Angebot? Erst wollten sie Kunden und jetzt suchen sie erst Wochen Shopping-Angebote, ne? Der übliche hier. Dann kaufe ich bei dir mal ein bisschen Strom, ne? Ja, sehr gerne. Gut. Wie viel hat denn so ein Erbsding gekostet? Oh, das könnte ich mir jetzt schon kaufen. Also ich glaube, das mache ich jetzt schon. Dann reise ich aber hier die Straßen ab. Oh, das ist so verlockend einfach. Ich baue jetzt hier die Straßen ab. Ah ne, da kann ich. Ich kann jetzt gleich ein Ölding bauen. Also baue ich ein Ölding. Und da ist viel mehr Platz für. Stimmt. So muss das. So muss ich das bauen. Kann ich theoretisch noch ein paar dahin setzen. Das ist dann ganz praktisch. Da kann ich natürlich auch eins hinbauen, aber es wäre ein bisschen Platzverschwendung. Oder so. Ne, ich finde, so ist gut. Aber ich baue das so, dann mache ich am meisten. Egal, so, hier. So. Zack. Und ich brauche dazu noch ein Handelsdepot, ich Idiot. Aber das haben wir ja gleich, dann machen wir hier ein bisschen höher. Die wieder mit ihrem Krankenwagen. Aber das kriegen wir auch noch irgendwann hin. So, dann wollen wir direkt in die ins Industriegebiet rein. Nicht in meine Ölquelle, sondern hier so hin. Selbst auch nicht so die Welt von da ist. Das heißt, wir könnten später am besten einfach ein Ölkraftwerk hinpacken. Dann verdienen wir damit gut. Und sie brauchen wir nachher noch. Ein Öllager, die baue ich glaube ich hier nach hinten. Und einfach da. Und wir können uns erstmal hier ein Schild leisten. Und jetzt hier auch ein Öllager. Eins sollte reichen, aber wir bauen trotzdem zwei. Ich hätte jetzt dahin bauen können. Wäre gleich schlau. Egal, dann gucken wir mal, was wir hier so anbauen können. Was willst du denn anbauen, Paul? Marihuana. Nein. Ich wollte schon sagen. Öl. Okay.
und Wagen. So. Wir haben 10.000 Einwohner erreicht. 10.000 Einwohner hast du schon. Ja. Die Folge kriege ich jetzt, weil wegen. Ja, ne? Du wisst ja Bescheid. Nein, wegen. Weil wir auf einem neuen Server spielen. EU West 4. Könnte ich jetzt hier nicht abgeben? Yeah. Irgendwas haben. Ach, Bürgermeisterhaus, genau. Feuerwehrbrochen wollen die haben. Kriegen die auch. Keine Bürger. Das Bürgermeisterhaus, da packen wir doch irgendwo hin, wo die gerade nicht so gut bei Laune sind. Wo hier hin, also. Das auch. Guck, dann sind da alle wieder fröhlicher. Woher geht hier durch die ganze Stadt, glaube ich. Ja, dann wäre also auch ziemlich egal gewesen, wohin man das setzen. Aber so sind wir natürlich um, keine Ahnung was, um eine Erfahrung reicher geworden. So, hier will ich noch ein paar so Busdinger hinsetzen. Das heißt, wir bauen einfach erstmal die Busdinger 1, 2, 3. So, ab da, genau auf der Grenze. Dann bauen wir können wir hier schon mal eins hinbauen. Aber wir machen das einfach symmetrisch. So, wir bauen das so hin. Wir bauen das so hin, weil da ist Erdöl. Und wo Erdöl ist, bauen wir einfach so ein Ding hin. Stimmt. Wie viel fördern wir jetzt schon? 250 Barrel. Anzeige. Das heißt, wir können jetzt Zeug hier. Erstmal auch direkt verkaufen, weil wir wollen das erstmal nicht. So, was wollen die? Die wollen wahrscheinlich eine Feuerwehr. Schützt mein Grundstück, stellt sofort eine Feuerwache auf. In dem Ton. Ah ja, kann man nachher noch drüber nachdenken. So, was wollen die hier? Eine Öko-Liste ist schon eine feine Sache, wussten sie aber, dass sie noch mehr davon kaufen können. Sie können sogar eine Servicestraße verlängern. Ja, wusste ich. Aber das machen wir vielleicht später nochmal. Weil wir uns da jetzt erstmal nicht drum kümmern müssen. Was wollen die hier denn? Die wollen wahrscheinlich Abnehmer. Dann packt ihr doch eure Lieferungen hin. Die werden doch dann weitergeliefert. Oh, es brennt. Da hätten wir wohl doch früher eine Feuerwache bauen sollen. Aber ich hoffe, der Brand breitet sich jetzt nicht aus. Wäre dann irgendwie ein bisschen gelaufen, ne? So, dann bauen wir am besten die Feuerwache hier hin, direkt daneben. Das Geld haben wir ja jetzt. Und dann bauen wir die, ich glaube, einfach mal so hin. So. Jetzt müssen wir nur noch Leute aufstellen und das Gebäude brandlichte. Dann machen wir mal ein bisschen Pause und gucken uns das natürlich genauer an. Passiert, ne? Hier schön Kohlelager, sieht zumindest so aus. Bio sauber und Söhne. Ja, mit Bio habe ich es jetzt nicht gerade so. Deshalb könnt ihr euch gerne mal abbrennen. Das ist ja auch nicht so. Stinkstiefel-Aromen. Ja, die machen Gewinne. Hier. Feuerhilfe, wie die brennen jetzt auch. Sag mir nicht, die brennen jetzt auch hier. Ha, da brennt ja überall was. Ja, unverschämt. Jetzt sag mir nicht, da brennt auch. Da brennen jetzt vier Gebäude. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Ne? Mit einer Feuerwehr kommen wir da nicht ganz nach. So, was machen wir denn da? Also, neue Sachen werde ich jetzt hier nicht bauen. Gucken wir uns erstmal an, was hier so abgeht. Das Wartezimmer ist randvoll. Dann können wir doch mal gucken, wie viel kostet denn so ein Upgrade. 12.000 erwarten wir nochmal. Wie sieht's aus? Kriegen die Brennen gelöscht in ihrem Leben. Und da klicken wir später mal drauf. Und hier wachsen schon die ersten Gebäude. Das ist doch schön. Und ich glaube, Verbrecher sind auch schon hier. Das heißt, wir brauchen mal
schneller mehr Einkommen. Was und jetzt? Nee, das mache ich jetzt nicht auch. Tut mir leid, da habe ich jetzt zu wenig für. Weißt du, das machen wir auch später. So. Ich aus mit Verbrechern. Nur Verbrechen am Tag. Zwar zwei Verbrecher, die rumlaufen. Aber es ist jetzt ja auch nicht die Welt. Das geht doch nicht. Wir stellen ein, ich bräuchte mal mehr Geld, das heißt, wir erhöhen jetzt mal die Steuern hier auf 10%. Und die meckern, Alter, da brennt ja alles. Okay, dann will der hier, ja, wir einen Blutturm aufstellen und der will, dass wir Maxis mehr machen. Dann können wir uns ja aussuchen, was wir machen. Wenn wir überhaupt was machen. Gammeltronics Foods. Nö, da brauchen wir gar nicht zu unterstützen. Aber hier haben wir die ersten Trümmer. Und ein verlassenes Gebäude. Ah, die stellen ein. Das heißt, das müsste ich nur noch mal reparieren. Kaputt machen. Aber wir machen das trotzdem kaputt. Nein. Da habe ich gedacht, wir haben schon wieder halt normale. 1225 Barrel am Tag. Wie viel haben wir hier? Haben wir denn schon Gewinn gemacht? Damit ist ja jetzt hier erstmal die größere Frage. Noch nicht. Ist ja jetzt nicht so schlimm. So, die haben gesagt, ein Feuerwehr war ganz praktisch, würde ich sagen. Aber noch, ich meine, die Brände breiten sich jetzt hier nicht weiter aus. Hier sieht das hier noch alles ganz okay aus. Und da, ja, okay, da brennt jetzt hier noch, aber wird funktionieren. Jetzt haben wir gesehen, wir haben Gewinn gemacht. Haben die hier zumindest gesagt. Ja. 12.000. Das heißt, damit machen wir jetzt, also mit Verkaufen und so, da macht man richtig Kohle mit. Also, ich hatte mal so eine Industriestadt und dann hatte ich da bis zu 1,4 Millionen am Tag, die man da Gewinn macht allein. Das ist dann ganz praktisch so. Wir wollen natürlich noch mehr Gewinn machen und kümmern uns jetzt mal nicht um die Leute, die hier wohnen. So, bauen wir erstmal hier noch so einen Wagen auf. So, bauen da zwei, ein zwischen. Ich hoffe, es reicht. Mehr reicht natürlich nicht. So, machen wir jetzt so. Machen. Wir könnten den machen dann hier weiter. Ich meine, die beiden werden ja das Öl auch hier für, von hier zwischen hochziehen. Und vier Pumpen sollten fürs erste auf jeden Fall reichen. Mache ich ja sehr ordentlich viel Gewinne, mache ich dann. Wollte ich denn damit machen? So, die Feuerwehr. Ja, ich weiß, ich habe leider aber gerade ausnahmsweise kein Geld dafür. Und wir könnten mal hier über so eine Erweiterung davon, von dem Ding hier, hier so ein Modul heißen die ja. Ein Modul kaufen. Überlegen, ob wir das kaufen sollten. Aber erstmal brauchen wir das ja nicht, weil, ich meine. Ach, okay. Wie die hier teilweise die Straßen setzen, ne? Wer? Wer setzt ja, das Spiel. Das setzt die Straßen ja so ja automatisch. Ja, das ist richtig komisch. Das aber du kannst, so die, du, kannst so. Du kannst dann hier, weißt du, was ich meine? Die Linien ausmachen. Dann funktioniert das. So, und wir brauchen natürlich auch nochmal neue Straßen, weil, wie man sieht, vielleicht kriege ich dann noch Geld dafür, wenn ich das mache. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn die hier das fahren, weil wenn hier Stau ist, kommen die ja nicht mehr, nicht mal mehr hier hin. Müssen die ganzen Autos hier wechseln. Und natürlich eine Glocke kommt auf das Haupthaus. So ein Schild da drauf.
Und ein Fähnchen. Dann haben wir da erstmal alles hier. So. Und dann brauchen wir Busse, weil hier ist alles voll. Alles voll. Oder wir bauen einfach hier die Straße mal zu Ende. Zack. Dann haben wir hier so eine Ausrüstungsstraße. Ach ärgerlich, jetzt müssen wir nochmal eine Stunde warten. Bis wir wieder Geld kriegen. Löschen Sie 5 Brände. Wuhu. Haben wir jetzt hier. Zack. Jetzt haben wir wieder 10.000. Da haben wir wahrscheinlich wieder Öl verkauft. Deshalb haben wir wieder hier ordentlich Kohle reingekommen. Zack. Und hier. Und nochmal so verstrecken. So. Und dann machen wir hier nochmal so. Dann machen wir hier nochmal ein paar Geschäftchen. Und dann, damit wir nicht zu viele Geschäfte haben, die Dinger nochmal dahin. Im Park sollten jetzt erstmal hier genug da sein, oder? Da oben könnten wir guten Park hinsetzen, aber am besten hier so ein Sport. Ja, Fußball. Fußball ist teuer. Wir wollen lieber einen großen Skatepark. Kommen wir genau dahin. Passt. Packen wir den noch dahin. Als nächstes sollte man mal drüber nachdenken, hier so öffentliche Verkehrsmittel zu bauen, damit die auch überall hinkommen und wir die Straßen ein bisschen entlasten. Wie sieht es denn mit dem Strom aus? Da haben wir noch ordentlich. 100 Gewerbegebäude. Gebäude. Ist da auch mal schön. Wie sieht es mit Abwasser aus? Wir können jetzt hier erstmal alles durchgucken. Wasser. Wasser haben wir auch noch genug. Da haben wir erstmal von allem genug. Das heißt, wir können uns. Ja, der mittleren Einkommensschicht. Da können wir jetzt aber auch leider nicht so viel mitmachen. Das ist wahrscheinlich abgebrannt. Und dann zack. Und was wollen die jetzt hier? Wir haben ziemlich viel Ruhe hier. Bürgermeister, wir wissen gar nicht, wohin damit. Wir können aber nur bohren. Fürs Geschäfte machen haben wir kein Händchen. Hätten wir eine Rohölzentrale für unsere Geschäfte, könnten wir vielleicht ein paar Anzugträger in die Büros setzen, die das Rohöl für uns zum richtigen Preis verkaufen. Das machen wir doch. Das war zumindest unser Ziel, aber ich habe da noch gar nicht genug. Da müsste ich dann noch 9.600. Aber was soll ich machen? Wir haben jetzt Geld hier. Und dann müssen wir mal planen. So, sagen wir, hier könnten wir eine zweite hinbauen. Dann wird ja mehr nach rechts verlagert werden. Im Aussehen. Sie wird schon bis hierhin gehen. Das heißt, wir müssen hier einfach gerade ausbauen. Erstmal bis hier und dann mal gucken, wie viele man da dran setzen kann. Aber wir haben hier noch genug Platz hier. Ach, zu wenig Simoleons. Connection lost. Oh, jetzt haben wir kein Internet mehr. Aber es sollte sich gleich wieder einfädeln, das Internet. Das habe ich manchmal. Zur Not fliegen wir gleich aus dem Spiel und dann jammen wir wieder. Wird kein Thema sein, nicht. So, machen wir hier nochmal ein Ding hin. Scheint nicht so, dass es sich wieder einringt. Das heißt,
guck mal kurz danach und bin gleich wieder da. Also dann, bis gleich, tschüss.